Hey ho, guten Morgen. Ich bin an der Straße Amheuer, die zur Dr. Frössel Allee führt. Und gestern gab es Diskussionen über einen Zebrastreifen, weil hier die Fahrbahnmarkierung fehlt. Es stellt sich also die Frage, Alarm für Zebra 11 oder ist das alles doch nicht so wild, wie manche Leute zunächst vermuten wollen? Hier sehen wir den Fußgängerüberweg in ganzer Pracht. Man erkennt, dass auf der rechten Seite noch die Markierungen auf der Straße zu finden sind. Links wurden sie wohl übertüncht, weil der Belag erneuert wurde. Auf Facebook gab es Diskussionen, ob das denn noch ein richtiger Zebrastreifen sei. Wir schauen uns das natürlich ein bisschen genauer im Detail an. Dafür schwenke ich mal hier rüber und dann erkennen wir auf dieser Seite schon direkt, dass wir hier ein Schild sehen, welches uns den Fußgängerüberweg als Autofahrer ankündigt. Und auch bei der Verkehrsinsel, ich zoome raus, damit wir da ein bisschen besser wieder hinkommen, ein bisschen nach oben, dann sehen wir an dieser Stelle sind auch Schilder angebracht, die Autofahrer darauf hinweisen, dass hier ein Zebrastreifen ist. Der ist also existent. Das Ganze muss auch unschädlich sein, denn wenn hier der Bauer mit dem Trecker fährt und da landet Erde auf der Straße, dann kann man die Fahrbahnmarkierung trotzdem ab und zu auch im Sommer nicht erkennen. Im Winter könnte hier Schnee liegen und den Zebrastreifen verdecken. Das wäre also nicht vernünftig, wenn solche Naturereignisse da einen Fußgängerüberweg zunichte machen könnten. Deswegen sind hier die Schilder installiert, die dann festlegen, dass hier ein Zebrastreifen ist. Im Falle einer Kollision stellt sich hier alleine die Frage, ob sich Fußgänger auf einem gedachten Zebrastreifen befinden und sich so unter dem Schutz dieser Maßnahme befinden oder ob sie sich daneben aufgehalten haben. Eine generelle Frage, wenn Menschen einen Zebrastreifen verwenden. Wenn die Straßenmeisterei nun die weiße Pampe anrührt, um hier generell die Fahrbahnmarkierung zu erneuern, fände ich es gut, wenn nicht nur hier der Zebrastreifen auf die Straße gemalt wird, sondern auch auf der Dr. Frössel Allee zwei Zebrastreifen natürlich mit Beschilderung entstehen, damit die Menschen dort auch sicher die Straße queren können. Wir halten fest, kein Alarm für Zebra 11. Aber hier wird demnächst wahrscheinlich etwas passieren. Es wäre schön, wenn wir weitere Zebrastreifen dazu bekommen könnten auf der Dr. Frössel Allee, nach Möglichkeit zeitnah. Bitte nicht vergessen, den Channel zu abonnieren und teilt das Video in euren sozialen Netzwerken. Vielen Dank dafür.